Hallo und herzlich willkommen. Antennen sind die Ohren deines Routers, sagt etwa Tjerd Huitema, der Europachef von Pointing Antennas. Mit guten Ohren hört man besser, mit guten Antennen funkt man besser. Das gilt auch und vor allem, wenn ihr das mobile Internet in einen Käfig aus Blech hereinholen wollt. In all diesen Fahrzeugfällen empfiehlt es sich, eine passende Außenantenne auf dem Dach des Autos zu montieren. Für Fahrzeuge gibt es verschiedene Antennengrößen. Alle drei hier gezeigten Kfz-Antennen, von der kleinsten bis zur größten, verstehen 5G-Mobilfunk plus Wi-Fi 6 plus GPS alias GNSS. Die kleinen Modelle aus der PUC-Serie von Pointing-Antennas eignen sich vor allem in städtischen Gebieten bei einer hohen Mobilfunkdichte. Straßenpreis für die 2x2 MIMO 5G-Version, grob gesagt, ab 100 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Deutlich stärker sind die mittelgroßen Antennen aus der neuen MIMO 4-Serie. Straßenpreis in der 4x4 MIMO 5G-Version knapp unter 300 Euro. Noch größer sind die fischflossenförmigen Antennen aus der schon länger bekannten und schon oft verbauten MIMO 3-Serie. Diese Antennen eignen sich auch für schwierige Mobilfunkverhältnisse, zum Beispiel wenn der Mobilfunksender weiter entfernt steht. Also auch für Überlandfahrten, wo es halt nicht so viele 4G-5G-Antennen gibt. Die kleinere Ausstattung der großen Fischflosse versteht LTE 4G-5G-Mobilfunk bis zu 2x2 MIMO. Dazu hat sie zwei interne Mobilfunkantennen verbaut. Damit kommt zwar der volle LTE 4G-Speed, aber nur der halbe maximal mögliche 5G-Speed. Die größere Ausstattung der Fischflossenantenne hat 4 Mobilfunkantennen verbaut und deshalb versteht diese Variante auch 5G mit der vollen Geschwindigkeit. Dazu braucht man nämlich 4x4 MIMO, sprich 4 interne 5G-Mobilfunkantennen. Der Straßenpreis dieser Top-Version liegt für Endkunden aktuell knapp oberhalb von 300 Euro, Stand Anfang August 2023. Es gibt die große Fischflosse in Schwarz und in Weiß. Just diese 7-in-1-Antennenversion namens Pointing MIMO 3-1-7 habe ich ausprobiert. Und zwar hinter dem schwarzen 5G-Profi-Router namens Ericsson Cradlepoint R1900. Dieser Cradlepoint R1900 führt nämlich alle nötigen Anschlüsse komplett als SMA-Buchsen nach außen. Von links 4x lila ist gleich Mobilfunk 4G, 5G für das mobile Internet. 1x blau ist gleich GNSS alias GPS für die geografische Ortung und 2x grün ist gleich Wi-Fi alias WLAN aus 2 Antennen. Einzig Bluetooth kann die Pointing-Dachantenne nicht bedienen. Wer das braucht, etwa für IoT oder Heimvernetzung, müsste an den gelben Pfeilen zusätzlich einen kleinen Antennenstummel für Bluetooth direkt auf den Router schrauben. Natürlich könnte man auch lauter Einzelantennen an den Router schrauben, etwa 4 kurze 4G-5G-Antennen und 2 längere Wi-Fi 6-Antennen, etwa aus dem Zubehörsortiment von Cradlepoint. Aber mit solchen Stabantennen könnte man den Router ja nicht auf das Autodach stellen, sondern nur innerhalb des Fahrer- oder Fahrgastraumes montieren. Und das wäre mobilfunktechnisch halt nicht ganz optimal. Also empfiehlt sich gerade bei Fahrzeugen eben doch die räumliche Trennung von Router innen und Antennen außen. Nun ein paar Messwerte mit so einem Gespann aus 5G-Router und 5G-Dachantenne. Meine normale IT-Geräte-Ecke liegt in dieser Betonnische. Da kommt zwar mein Kabel 1000 Internetanschluss über das Fernsehkabel von Vodafone herein und da steht auch meine normale Fritzbox 6660 Kabel, aber da herrschen wegen dickem Stahlbeton extrem funkfeindliche Bedingungen. Da kommt der 5G-Mobilfunk von draußen nur ganz schlecht herein und von da dringt auch der WLAN-Funk des Routers nur schlecht in den Rest meiner Bude heraus. Trotz dieser funkfeindlichen Umstände mache ich hier mal die ersten Messungen und es kommen in dieser Betonnische, wie zu erwarten, schlechte Messwerte. Trotz unlimitierter 5G-SIM-Karte im Cradlepoint-Router quält sich das Internet hier nur mit 59 Megabit im Download und 0,23 Megabit im Upload in meine Betonnische herein. Und das auch nur mit mäßigen Pingzeiten von 40 Millisekunden und schlechten Jitterwerten von 19 Millisekunden. In einer solchen Betonnische bringt halt auch der beste Router und die beste Antenne nicht allzu viel Speed. Auch die Geolokation arbeitet hier nur sehr grob,
weil die GPS-Antenne halt eine halbwegs freie Sicht zum Himmel bräuchte. Und hier der gleiche GeoView, nur mit dem Satellitenbild eingeblendet. Deutlich besser wird der Internetempfang, wenn ich den Router und vor allem die Antenne auf die Brüstung eines Dachfensters im Speicher stelle. In dieser Situation konnte das Gespann aus Router und Antenne 584 Megabit im Download und 43 Megabit im Upload erzielen. Auch Latenz und Jitter waren hier schon viel besser. Dank freier Sicht zum Himmel hat hier auch die Geolokation besser funktioniert. Am oberen Pfeil ist der aktuell verwendete 5G-Funkturm der Deutschen Telekom markiert. Am unteren Pfeil der 5G-Router samt Antenne auf meinem Dachfenstersims. Und auch hier wieder der GeoView mit dem Satellitenbild hinterlegt. Noch besser wurde der Internetempfang, als ich das Gespann aus Router und Antenne im Auto hatte und in eine sehr gut 5G-versorgte Parkbucht fuhr. Da kamen auf Anhieb gleich mal 848 Megabit im Download und 100 Megabit im Upload. Dabei hing der schwarze Router an dem roten 230 Volt Akku. Die weiße Antenne braucht keine eigene Stromversorgung. Sie hing nur über ihre 7 Antennenkabel am schwarzen Cradlepoint Router. Hier habe ich das Auto noch um 90 Grad gedreht, damit man auch den 5G-Mobilfunkturm der Deutschen Telekom im Hintergrund sieht. Mit diesem war die weiße Antenne im Test verbunden und somit auch der schwarze Router und der innerhalb des Autos per WLAN verbundene Laptop. Hier ist der 5G-Antennenturm ein bisschen stärker herangezoomt. Die kurzen Antennen funken 5G. Bei weiteren Messungen mit der Cradlepoint Cloud Software kamen dann auch über 900 Megabit im Download und 109 Megabit im Upload. Vor allem der Upload war hier doppelt so schnell wie mein fester Vodafone Kabel 1000 Anschluss im Büro. Mein Kabelanschluss schafft nämlich nur 50 Megabit im Upload. Hätte ich die weiße Pointing-Antenne auch noch perfekt auf das Autodach montiert und den Laptop bei den Messungen nicht per WLAN, sondern per LAN-Kabel mit dem Router verbunden, dann hätte man vielleicht noch ein paar Prozentpunkte mehr Speed aus diesem Test herauskitzeln können. Aber die Werte waren eh schon am Limit dessen, was das 5G-Netz der Deutschen Telekom zu diesem Zeitpunkt leisten konnte. Dank freier Sicht zum Himmel war im Auto hier auch die Geolokation relativ genau. Das Auto stand zwar nicht auf dem grauen Dach an dem grünen Haken, aber direkt vor dem grauen Gebäude in der Parkbucht am unteren gelben Pfeil. Der 5G-Sendeturm der Telekom stand weiter oben in der Landkarte, neben der Kreuzung am oberen gelben Pfeil. Für die Montage der Antenne auf dem Autodach gibt es mehrere Methoden. Man kann sie auf das Dach kleben und zuvor die Kabel unter dem markierten Plastikeinschub quasi über dem Autodach abführen. Man kann aber auch ein Loch ins Autodach bohren und die 7 Antennenkabel dann durch das weiße Plastikrohr in den Fahrgastraum hinunterführen. Das nötige Zubehör gehört zum Lieferumfang der Antenne. Wer die Antenne nicht fest verkleben will, findet bei Pointing optional auch 6 starke Magnetringe namens MBK-1 zum Straßenpreis von ca. 40 Euro. Diese lassen sich von unten an die Antenne schrauben. So lässt sich die Antenne auch wieder leichter vom Dach herunternehmen. Für den Cradlepoint R1900 Router gibt es offenbar ein Erweiterungsmodul mit einem zweiten 5G-Funkmodul. So kann der 5G-Router dann mit 2 5G-Providern gleichzeitig verbunden sein und immer das gerade beste oder billigste Mobilfunknetz benutzen. So einen Aufbau habe ich aber noch nicht selber getestet. Ich lasse diese Thematik hier mal direkt von Cradlepoint erklären. Wenn man sich heute so einen Bus vorstellt, früher war an der Bushaltestelle ein Papierplan, der irgendwo hinter einer Glasscheibe ausgehangen war und da stand statisch, wann der Bus kommt. Heute sind dort Digital Signage Displays, die in Echtzeit anzeigen, wann welcher Bus kommt, in Abhängigkeit auch von der aktuellen Verkehrssituation. Und wenn man sich so einen Bus anschaut, das geht los vorne am Display, wo steht, wo der Bus hinfährt. Es war früher eine Papiertafel oder Pappe, die der Busfahrer quasi austauschen musste. Heute stehen da
die Daten, die einfach automatisch eingespielt werden. Dann geht es weiter. Das Kassensystem. Da ist dann halt so ein 5G-Router im Bus drin oder ein 4G-Router, oder? 4G, um jetzt auf die Technik zu kommen. Okay. Genau. Da aber, um es auszuführen nochmal, das ist halt auch gewachsen. Also man hat das Display vorne, man hat das Kassensystem, man hat ein Personenzählsystem, man hat Sicherheitskameras, man hat Notknöpfe, man hat ein Digital Signage, wo Werbung läuft oder halt wann der Bus wo ankommt. Und das ist teilweise sehr gewachsen. Das heißt, es gibt 5, 6, 8 Systeme, die jeweils einen eigenen Router verbaut haben mit einer eigenen SIM-Karte. Ist A, sehr kostenintensiv und B, ist es auch schwer zu administrieren. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist ein Betreiber von so einem Bus und hat dann zig Systeme, die ich administrieren muss. Und da geht der Trend gerade hin zur Konsolidierung. Das heißt so, die Systeme sind vorhanden, es kommen noch weitere Systeme dazu und das Ganze wird konsolidiert in einem Router sozusagen und dann hat so ein Bus einen Router, der ist vielleicht redundant ausgelegt, vielleicht auch mit verschiedenen Netzanbietern ausgestattet, so um bestmögliche Verfügbarkeit zu garantieren. Und da sehen wir halt auch ein starkes Wachstum. Dann geht es weiter, Baumaschinen. Und das sind dann diese 5G-Router oder 4G-Router, die 2 SIM-Karten-Slots haben, jetzt mal ganz konkret, oder? Die haben wo du 2 SIM-Karten reinschicken kannst von 2 Providern. Genau, also es gibt immer 2 Möglichkeiten, wie man so einen Router redundant aufbauen kann. Also wir haben jetzt, wenn man den sind wir aber schon bei den Produkten im Detail, also wenn man sich den R1900 anschaut, der nimmt von Haus aus 2 SIM-Karten auf, hat aber nur ein Modem. Das heißt, es kann nur immer eine SIM-Karte aktiv sein und entsprechend, wenn dann der Router die Software mitbekommt, dass mit der SIM-Karte 1, wo Carrier 1 verbunden ist, halt nicht mehr die oder keine Verbindung mehr möglich ist, dann wird es auf SIM-Karte 2 umgeschaltet, was natürlich immer eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Die Sache ist mit dem, wenn man ein zweites Modem wirklich drin hat, das heißt, man kann dann 4 SIM-Karten reinstecken, das sind Erweiterungsmodule, die es gibt für die Router, dann kann ich 4 SIM-Karten verbauen und habe 2 aktive Modems und dann kann ich wirklich ja, so die SD-WAN-Funktionalitäten mobil auch nutzen und kann sagen, ich habe den Router 1 oder das Modem 1, wo Carrier 1 mit betrieben wird, habe das Modem 2, wo der Carrier 2 mit drin verbaut ist und dann entsprechend kann man schauen, welcher ist gerade besser oder man kann gewisse Applikationen sogar sagen, du gehst immer über das Modem 1, du gehst um das Modem 2, man hat eine wirkliche Redundanz, die parallel läuft. Am Ende stellt sich die Frage, warum habe ich die Pointing-Fischflosse nicht an einer Fritzbox 6850 5G getestet, die ja zumindest in Deutschland und Österreich doch recht bekannt und beliebt ist? Nun ja, die Pointing-Fischflosse bietet ja 7 Antennenkabel mit 7 goldgelben SMA-Anschlüssen. Die Fritzbox hat aber nur 2 nach extern herausgeführte goldgelbe SMA-Antennenboxen. Die weiteren 5G- und WLAN-Anschlüsse sind auf der Fritz-Platine zwar ebenfalls vorhanden, aber nicht so bequem nach außen geführt wie etwa bei dem Cradlepoint R1900-Router. Man müsste die Fritzbox also erstmal mühsam mit externen Anschlüssen nachrüsten. Außerdem hat die Fritzbox 6850 5G. Meines Wissens keine E-Kennung, also keine ausdrückliche Zulassung für den Einbau in sogenannte Radfahrzeuge. Die Pointing-Fischflosse hat so eine E-Kennung vom Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Die kleine 1 hinter dem E steht für Deutschland. Auch diverse 4G-5G-Router aus dem Profilager haben so eine E-Kennzeichnung. Die ebenfalls gute Fritzbox ist also doch eher für den stationären Einsatz geeignet. Dafür gibt es andere Antennen, die nicht einmal die Hälfte der extrem robusten Fischflosse kosten. In diesem Video habe ich die Unterschiede zwischen Indoor- und Outdoor-Antennen erklärt und 7 verschiedene Situationen durchgemessen. Und in diesem Video habe ich den Unterschied zwischen Rundstrahlantennen und Richtfunkantennen erklärt und ausprobiert. Auf diesem Hintergrund nur noch ganz kurz. Bei der Pointing-Fischflosse handelt es sich um eine omnidirektional funkende Antenne, also um einen Rundstrahler. Hier sieht man, auf welchen Frequenzen die Fischflosse arbeitet. An den 2 gelben Pfeilen sind auch die Wi-Fi-Frequenzen mit gelben Pfeilen markiert. Hier kurz die technischen Daten für Leute, die es ganz genau wissen wollen. Hier der Verlauf der Antennengewinne für die Mobilfunkantennen innerhalb der Fischflosse und hier die Antennengewinne für die WLAN-Antennen innerhalb der Fischflosse. Den Peak der Antennengewinne sieht man so rund um 6 GHz herum.
Auch bei den Rundstrahleigenschaften kann man in den Textbacks von Pointing nachschauen, bei welchen Frequenzen, welche verbauten Antennentypen, welche Rundstrahlmuster alias Radiation Patterns aufweisen. Sogar für die GPS-Antenne in der Fischflosse sind die Radiation Patterns sauber dokumentiert. Wenn das jetzt zu schnell war, am besten das Video kurz anhalten oder für das grundsätzliche Verständnis auch mal die zwei älteren Videos anschauen. Dort habe ich die Thematik ausführlicher erklärt. Das war's zur Pointing Kfz Dachantenne MIMO 3-17. Habt ihr weitere Fragen, Anregungen, eigene Erfahrungen oder konstruktive Kommentare? Dann gerne direkt unter dieses Video. Ich freue mich und reagiere immer so schnell ich kann. Danke fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.